Ach ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Ach, ich mache jetzt einfach Aufnahmen. Auf nichts mehr Bock. Hab grad von, wie heißt die alte? Von Belle Delphine Eat My Ass gesehen. Alter, kein Kommentar. Ich habe nur eine einzige Frage. Wie schafft man es, ein Lied so, also den Beat oder keine Ahnung, so derbe zu übersteuern, ey, das ist doch, boah. Ach, egal. Traurig. Ich meine, Belle Delphine, ne? Man kann über sie denken, wie man möchte. Letztendlich macht der Beldin nichts anderes als das, was ein Camgirl macht. Also quasi Körper für Geld verkaufen. Und wenn man sie jetzt mit anderen Camgirl vergleicht, ne, dann ist es ja eigentlich schon professioneller. Also aus der Waage her ist der Belle Delphine eigentlich sogar relativ gut. Ich weiß zumindest, wie man sowas professionell macht. Aber trotzdem, Alter, einfach dieses Lied, Eat My Ass. Alter, das ist so unendlich übersteuert. Das ist so unendlich traurig. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Na komm, weiter. So. Ach ja, wir waren ja hier in dem Dings der Bums da. Upsala. Was hat dich aufgehalten? Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in der Freundin City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Hatten wir den Kampf nicht schon gemacht gehabt? Hat die verloren gehabt? Wir waren doch hier bereits. Gary möchte kämpfen. Gary sitzt dann da mal ein. Ah gut, dann machen wir einfach mal hier Nummer sicher. Boom. Giftstachel. Ach ja. 1300 EP. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, Volona? Kann jetzt übel werden? Das ist ja mein Feuer-Pokémon, ne? Wenn ich den Blut einsetze, dann ist es vorbei. Eieieiei. Kriegt das was? Ja doch. Hat funktioniert. Gut, dann drücke ich jetzt nochmal Psystrahl nach und dann nochmal Konfusion oder sollte das passen? Oh! Volltreffer! Oder? Whatever. Und wir erreichen Level 61. Das ist immer sehr schön. Austausch. Mal gucken. Austausch, was ist das für ein Typ? Einfach nur Wasser, ne? Ja, scheinbar. 1600 EP, Alter. Oh. Da auf jeden Fall Schlafbruder. Bitte, funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay, weil der kann nämlich definitiv gefährlich werden. Boom. Volltreffer. Was? Das war schon Volltreffer? Ui, da brauchen wir mindestens zwei Angriffe. Na komm. Ach, schade. Ich hatte noch einen Volltreffer. Ja, wenigstens schläft er weiter. Sehr gut. Da soll das ja kein Problem sein. Bye bye. Kadabra wurde besiegt. 1000 EP Grad meinte. Was? Blitzer! Ist Blitzer stark? Sollen wir sehen. Ist immer Level 40, ne? Von daher? Ah, okay. Na gut, war auch ein Volltreffer. Das heißt, wir machen sicherheitshalber der sicherheitshalber nochmal Psychstrahl. Konfusion könnte nicht reichen, von daher. Na, wie gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen. Smelpo 1700. LOL. Ah, das war's ja schon. Sehr schön. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocko-Boss antreten kannst. Ich gewinne 2600. Immerhin.
Also Ash, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in dem Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga, dann werde ich die Pokémon-Top 4 ausstehen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück. Und trainiere schon weiter. Ciao. Du willst der. Du hast gerade nicht mal gegen mich gewonnen. Außerdem ist die Stärke der Pokémon nichts sagen. Es kommt doch auf die Strategie an. So. Was kommt jetzt eigentlich noch? Okay, sind wir hier? Bleib sofort stehen, Kleiner. Ist es da unten rechts der Boss? Also der unten rechts quasi, der da egal. Unser Boss ist gerade ja, sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Das ist Team Rocket, also ist auch schon Giovanni, also sind wir fertig, wenn wir den besiegt haben. Team Rocket ist sowieso hier, ne? Also die drei, die beide hier, das ist ja. Schlechter Witz. Da reicht Konfusion sogar aus. Ich hätte mir mal meinen Kaffee holen sollen. Ich habe so richtig schön Eiskaffee im Kühlschrank stehen, aber. Also selbstgemachten. Also quasi ganz normaler Kaffee, nur halt im Kühlschrank stehenderweise. Mit sehr viel Milch. Also quasi Eiskaffee. Aber habe ich vergessen, aus dem Kühlschrank zu holen. Scheiß die Wand an. Volltreffer! We are America! Alter, Popo Amerika, Alter, da geht's auch schon wieder ab, ne? Donald Trump? Seine eigene Nichte schreibt ein Enthüllungsbuch über ihn. Der Typ hat mittlerweile echt geschafft, jeden gegen sich aufzubringen, sogar die eigene Familie. Schön! So, Ash besiegt Team Rocket. Wie immer! Ja, genau. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Mal wieder. Ach, schön. So, Türöffner haben wir, ne? Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Ah, Ash! So trifft man sich wieder. Ich. Haben wir schon mal gegen den gekämpft? Ah, tschat, tschat. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Also wenn ich Giovanni wäre, würde ich einfach sagen, Hausfriedensbruch. Du kommst ins Gefängnis. Easy. Giovanni möchte kämpfen. Midorino. Oh super, da hilft einmal Psystrahl und vergesst das Viech. Ja, vielleicht nochmal Konfusion nachdrücken, aber an sich erstmal Psystrahl sollte auch das meiste schon wegmachen. Ah, siehst du, mach ich doch. Ist ja immerhin nur Level 37 gewesen. So, Snubbly Cat, das könnte ein bisschen heftiger werden. Ich probier trotzdem mal mit Psystrahl. Weil ist ja immerhin nur Level 35, ne? Ah, okay. Also Konfusion brauche ich nochmal. Zahltag, Alter. Du zahlst da aber ja. Bye bye. Kann da hinten nicht noch eine 1 sein? 1111? Nidorin, da also wieder einmal Psystrahl und weg ist er. Sehr schön. Bye bye. Und was kommt jetzt noch? Nidoqueen. Naja, da hilft auch einmal Psychstrahl. Oh, weil schon Level 41 ist. Oh, mal gucken. Sollte Tropfen funktionieren. Scheiße. Was? Warum hat Silberblick nichts gemacht? Ist doch egal. So, Nidoqueen wurde besiegt. 1700 EP. Oh, und wir erreichen Level 62. Sehr schön. Da kommt ja Freude auf. Verdammt! Mist! Du hast unsere Übernahme der Silsko vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Ash, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Also weißt du? Es wäre ja schon eine absolut verdrehte Weltansicht, wenn er sagt, okay, alle Pokémon sind nur zum Nutzen der Menschen da. Ne, also quasi einfach alle Pokémon als Nutztiere degradiert. Aber auch noch als Nutztiere für Team Rocket. Ist ja nochmal, ist ja, ja. An Dummheit kaum überbieten. Ey, du Schöne, geh mal weg, ich will das Bild da angucken. Sekretärin, wir danken dir für deine Heldentat. Du hast uns alle gerettet, danke. Ja, das verpiss dich mal.
Ja. Dann halt nicht. War bestimmt ein Bild von Bell-Delfin. Präsident, ich danke dir für deine Rettung der Silscope. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größerer Gefahren tapfer gerettet hast. Welche Gefahren? Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Zum Beispiel alle 8 Orden und alle stärksten Pokémon der Welt. Aber du willst sie bestimmt nicht haben, ne? Nein. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ich erhält einen Meisterball. Ah, den brauchen wir später für Mewtwo. Siehst du, um noch mal ein bisschen hier auf Bell-Delfin sprechen zu kommen, weil ich ja gerade von ihr schwärme. Spaß. Nein, weil ich halt gerade Video von ihr geguckt habe. Warum auch immer mir das YouTube vorgeschlagen hat, es wird einen Grund haben. Ich will ihn nun nicht wissen. was jetzt? Genau. Wie sie einfach gekonnt. Wo geht's jetzt lang? Okay, hier geht's raus. Bell-Delfin, man macht dann auch eine relativ geile Strategie. Also aus unternehmenstechnischer Sicht. Ich geh mal hier lang. Weil, ich meine, sie hat da jetzt so eine komische Webseite, die wird ja auch in den Videos immer gezeigt. Ne? Wo man quasi Nude-Material, also quasi. Ich weiß nicht, was man sich dort da vorstellen kann, ob sie dann komplett nackt ist oder weiß der Geier was. Oder einfach nur noch freizügiger. Was kaum noch geht. Nee, hat sie quasi eine Seite, wo man sich quasi scheinbar gegen Geld registrieren kann. Und dann quasi halt, ne? Sie nutzt also quasi YouTube mit ihren leicht bekleideten Versionen quasi als Werbeplattform. Hat sie relativ große Aufrufzahlen, klar. Vor allem, wenn YouTube das Video einfach jedem empfiehlt. Danke dafür, YouTube. So, sind wir eigentlich in der Stadt hier durch, ne? Haben wir da oben gegen die Arena schon gekämpft? Mal gucken. Und ja. Das heißt, sie hat relativ große Werbefläche. Und, naja, alle, die das gucken und Interesse an mehr haben, sag ich jetzt einfach mal, ne, die gehen ja schon auf ihre Seite, weil sie ja ihre Videos natürlich immer schon einblendet. Ah ja. Heißt also, da macht die dann nochmal richtig Kohle. Heia! Unbefugter ist der Zutritt. Ach, wow, das soll sich gerade so Kampfschrei darstellen. Der Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten. Schwarzgurt? Wie kann man aus einem schwarzen Gurt einen Namen machen? Das ist illegal. Das ist ja genauso, wie wenn ich jemanden sagen würde, der Cappy trägt. Cappy Man. Oder wenn ich jemanden. Weiß nicht. Nein, warum? Weißt du, Angler, ne? Das ist ja wenigstens noch so eine Art Typenbeschreibung. Es ist halt ein Angler. Aber ein Schwarzgurt? Wie kann man daraus einen Namen machen wollen? Hallo, ich bin Herr Schwarzgurt. Ich hatte schon seit meiner Geburt einen schwarzen Gürtel. Der kam einfach bei meiner Mutter mit heraus. Und deswegen heiße ich so. Schönen guten Tag, euch kennenzulernen. Level 31, das sollte Konfusion reichen. Yay! Hardcore! Henki! Der Henkersmann! Die Attacke ist sehr effektiv. Das ist halt doof für. Alter, ist ja gar nichts hier. Ja, komm. Tschüss! Achso, ich muss mal gucken, wie meine AP eigentlich gerade aussehen. Ah, gucken. Ich gebe auf. Ja, euer Kampf-Dojo scheint ja echt sehr überzeugend zu sein. Kann sich ja nur um Deppen handeln. 2 Pokémon, okay. Oh, Level 32. So, wir haben noch 16 und 7 AP. Naja, sollte reichen. Die Attacke ist sehr effektiv. Mach Hollow wurde besiegt. Und wir erhalten 600 EP. Maschok. Aber lol. Wunderbar. Sehr schön. Damit ist der nächste auch schon besiegt. Oh, genau 1000 EP ist natürlich auch relativ. Ne, ist eine runde Sache.
Kann man machen. Sollte ich nicht immer während der Kämpfe speeden oder sowas? Weiß ich mittlerweile nicht mehr. Ah, keine Ahnung. Immer nur einmal pro Woche aufzunehmen, ist irgendwie halt schon dumm. Weil ich halt immer vergessen, was ich letzte Woche gemacht habe. Aber andererseits, jeden Tag eine Folge aufzunehmen, wäre halt noch katastrophiger. Da komme ich ja inhaltlich im Spiel einfach zu gar nichts. Oh, da oben sind zwei Pokébälle. Schwarzkurt möchte kämpfen und setzt schon wieder ein Hanky ein. Mal wieder nur Level 31, was ist los mit denen? Ich dachte, die steigern sich wenigstens immer weiter. Was eine AP-Verschwendung, Alter. Bye-bye. Yay, Volltreffer. Das fühle ich umsonst, aber... Da fliegt halt ein paar Meter weiter. Ich gebe auf! Warum geben die mal auf hier? Was ist los? Willkommen! Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Das ist eine Pokémon-Arena? Fass mich heraus? Also gut, ich kenne keine Gnade. Das ist doch keine Arena, ist doch... Oder bin ich jetzt auch in der Arena? Jetzt will ich links so kleines Haustiger? Egal. Schwarzkopf möchte kämpfen. Kikli. Weil bei welchen Arena liegen hinten Pokébälle rum? Ich kenne auch einen Orten vom Arenaleiter normalerweise. So, Level 37. Stelle ich einfach mal hier auf. Ne? Zweimal Psystrahl. Dann sind die beiden Pokémon weg. War sogar Volltreffer. Ja, leck mich am Arsch. Und Bakchan. Und auch weg. So. Ey, wenn man sich das einfach mal so bildlich vorstellt, ne, weißt du? Halt einfach so fünf Pokémon-Kämpfer-Trainer, was auch immer man nennt, da, ne? Jeder hat so riesige, starke Pokémon, ne? So Pokémon, ne? So Kampf-Karate, Viecher. Also, weiß nicht, jeder hat ja mindestens so drei Pokémon im Durchschnitt. Das heißt so, einfach mal 15 Pokémon, stehen da so alle so Reihe an Reihe. Und dann kommt so ein kleines, keiner dieser Schmetterling, ja? Und fickt die einfach alle weg. Das ist überhaupt missverhältnismäßig. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unseres Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Doch zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins von beiden aus. Ich hätte aber doch eher das lieber das Emblem. Kann ich nicht einfach euren gesamten Laden übernehmen und euch Flaschen auf die Straße setzen? Würde es euch passen? So, was wirst du denn? Hat doch ein ordentliches? Möchtest du? Nein! Was bist du? Naja. Zumindest besser als das andere. Na komm, ja. Landet ja zum Glück eh auf der Bank. Nein, kein Spitznamen. Ja, auf die Bank mit dem Typen. Ab auf die Strafbank. Na gut, dann verschwinden wir mal wieder. Ach doch, das ist auch eine Arena. Ah, lol. Okay, es gibt also auch große und kleine Arenen. Na gut, würde ich mal sagen, die eigentliche Arena machen wir mal nächste Folge. Wobei ich da erstmal meine Pokémon auffrische. Halt. Erstmal hier speichern. So. Dann sehen wir uns nächste Folge dann wieder. Bis dann.